Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das Ganze ist ein bisschen spontan entstanden gerade. Ich habe mir das Thema hier gerade durchgelesen und dachte ich mir, hey, das ist mega interessant und auch irgendwie total skurril und das passt hier auf meinen Kanal. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, jetzt darüber ein kleines Video zu machen. Das wird ganz kurz, ich glaube nicht mal 5 Minuten. Mal gucken, wie lange die Aufnahme jetzt dauert. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr findet das Thema genauso spannend wie ich. Und wenn ja, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, das Ganze kommentieren und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. In diesem Video geht es um eine Frau namens Gloria Ramirez aus Riverside, Kalifornien, die von den Medien als Toxic Lady oder Toxic Woman bezeichnet wurde. Nachdem mehrere Krankenhausmitarbeiter durch den Kontakt mit ihrem Körper und ihrem Blut krank geworden waren. Sie war mit einem Gebärmutterhalskrebs im Spätstadium in die Notaufnahme eingeliefert worden und während der Behandlung von Ramirez fielen mehrere Krankenhausmitarbeiter in Ohnmacht und bei anderen traten Symptome wie Kurzatmigkeit und Muskelkrämpfe auf. 5 Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, eine von ihnen blieb sogar 2 Wochen lang auf der Intensivstation. Am 19. Februar 1994 wurde die 31-jährige Gloria Ramirez um 20.15 Uhr in das Riverside General Hospital in Kalifornien eingeliefert. Gloria, bei der zuvor Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert worden war, war bei Bewusstsein, aber verwirrt und nicht mehr in der Lage, Fragen richtig zu beantworten. Ihr Herz schlug zu schnell für ihren Körper, ihre Atmung war flach und ihr Blutdruck sank ab. Gloria erhielt Versed, Valium und Ativan zur Sedierung sowie Lidocain und Pretylium zur Beruhigung ihrer Tachyarrhythmie, also einer Herzrhythmusstörung. Da sie nicht reagierte, beschloss das Personal der Notaufnahme, ihr Herz zu defibrillieren. In diesem Moment bemerkte die Krankenschwester einen öligen Schimmer auf ihrem Körper und einen süßen, knoblauchartigen Geruch aus ihrem Mund. Susan Kane, eine examinierte Krankenschwester, begann Gloria Blut aus dem Arm abzunehmen und bemerkte einen ammoniakähnlichen Geruch aus der Spritze. Sie gab die Spritze an die Medizinstudentin Julie Goczynski weiter, die daraufhin braune Partikel im Blut schweben sah. Innerhalb weniger Augenblicke klagte Susan Kane über ein Brennen im Gesicht und wurde ohnmächtig. Der Arzt Humberto Ochoa rief nach einer Trage und Kane wurde aus dem Raum gerollt. Währenddessen wurde Goczynski übel und schwindlig. Sie verließ das Zimmer und setzte sich an den Schreibtisch der Krankenschwester, wurde aber kurz darauf ohnmächtig. Danach wurde Maureen Welch, eine Atemtherapeutin, ebenfalls ohnmächtig. Es war nur wenige Minuten her, dass Gloria die Notaufnahme betreten hatte und eine Reihe von Mitarbeitern begann, sich krank zu fühlen, was einen internen Notfall verursachte. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, alle Notfallpatienten auf den Parkplatz zu evakuieren. Während die kontaminierten Mitarbeiter ihre Kleidung auszogen und in Säcken auf dem Parkplatz ablegten, arbeitete eine Notbesetzung daran, Glorias Leben zu retten. Leider wurde Gloria Ramirez nach 40 Minuten Herz-Lungen-Wiederbelebung und Defibrillation um 20.50 Uhr für tot erklärt. 2 Krankenschwestern brachten Glorias Leiche in einen isolierten Vorraum. Eine von ihnen, Sally Balderas, begann sich zu übergeben und beklagte sich, dass ihre Haut brannte. Insgesamt waren 23 der 37 Mitarbeiter in dieser Nacht krank und 5 wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Balderas verbrachte 10 Tage im Krankenhaus und litt an extremer Kurzatmigkeit. Goczynski verbrachte 2 Wochen auf der Intensivstation mit Hepatitis und avaskulärer Nekrose in den Knien. Das ist eine Krankheit, bei der das Knochengewebe nicht ausreichend durchblutet wird und abzusterben beginnt. Und musste anschließend monatelang an Krücken gehen. Ein Gefahrstoffteam traf kurz darauf ein und untersuchte das Krankenhaus, fand aber keine Chemikalien. Tage später führte das Riverside Coroner's Office eine Autopsie in einem luftdichten Untersuchungsraum durch. Sie untersuchten die Leiche und die Luft aus dem Leichensack, aber die Ergebnisse waren nicht wirklich schlüssig. Dennoch wurde Glorias Todesursache mit Herzrhythmusstörung angegeben, die auf Nierenversagen infolge ihres Gebärmutterhalskrebses zurückzuführen waren. Das alles klingt sehr, sehr seltsam
und es gibt zahlreiche Theorien, wie das alles zustande gekommen ist. Und hier sind die vier gängigsten. Theorie Nummer 1: Massenhysterie. Zwei Wissenschaftlerinnen, Dr. Anna Maria Osorio und Kirsten Waller vom California Department of Health and Human Services, befragten 34 Mitarbeiter. Sie kamen zu dem Schluss, dass das medizinische Personal an einer Massenhysterie litt, die höchstwahrscheinlich durch den fruchtigen, knoblauchartigen Geruch ausgelöst wurde. Sowohl Gottschinski als auch Welch bestreiten dies als Möglichkeit. Gottschinski reichte sogar eine Klage ein, in der sie 6 Millionen Dollar Schadenersatz forderte und unter anderem behauptete, dass Massenhysterie keine avaskuläre Nekrose verursacht. Außerdem wies sie darauf hin, dass 23 geschulte Mitarbeiter der Notaufnahme, denen fremde Gerüche eben nicht fremd sind, nicht so leicht an einer Massenhysterie erliegen würden. Theorie Nummer 2, sogenanntes DMSO. Achtung, jetzt wird es wieder ein bisschen wissenschaftlich, deswegen genau zuhören. Das Forensic Science Center unter der Leitung des stellvertretenden Direktors Pat Grant vom Lawrence Livermore National Laboratory fand eine ungewöhnlich große Menge an Dimethylsulfon in Glorias Körper. Sie vermuteten daher, dass sie DMSO, auch bekannt als Dimethylsulfoxid, als entzündungshemmendes Mittel eingenommen hatte. Interessanterweise ist DMSO nur ein Sauerstoffatom von Dimethylsulfon entfernt. Wenn Gloria dieses Gel zur Bekämpfung der Schmerzen von ihrem Gebärmutterhalskrebs verwendete, würde dies erklären, warum ihre Haut mit einem öligen Schimmer überzogen zu sein schien und warum ein fruchtiger, knoblauchartiger Geruch aus ihrem Mund kam. Die Livermore Labs glaubten, dass die Sauerstoffmaske, die die Sanitäter Gloria auf dem Weg ins Krankenhaus aufsetzten, mit dem DMSO vermischt wurde und eine Übersättigung der Chemikalie verursachte. Dies führte dazu, dass ein Teil der Chemikalie kristallisierte und als Partikel auftrat, wie sie von der Krankenschwester in der Spritze gefunden wurden. Obwohl dieser erste Teil der Theorie getestet und bestätigt wurde, erklärte er nicht, wie die harmlose Chemikalie schließlich 23 Menschen kontaminieren konnte. Um dies zu erklären, stellte Grants Team eine weitere Theorie auf, die jedoch nie getestet wurde. Die Hypothese besagt, dass die Elektroschocks des Defibrillators dazu führten, dass sich das Dimethylsulfon zersetzte und sich mit natürlich vorhandenen Sulfatverbindungen in Glorias Körper vermischte, wodurch möglicherweise Dimethylsulfat entstand. Eine starke Chemikalie, die Lähmungen, Delirium, Krämpfe und Schäden an Herz, Leber und Nieren sowie am zentralen Nervensystem verursachen kann. Obwohl das Team, das diese Theorie aufgestellt hat, sie als Möglichkeit unterstützt, haben viele andere Wissenschaftler behauptet, dass dies unmöglich sei. Ein Problem, das die Theorie aufwirft, ist, dass Industriearbeiter, die versehentlich Dimethylsulfat ausgesetzt waren, nicht die gleichen Symptome aufwiesen wie das Krankenhauspersonal. Das wahrscheinlichste Symptom, das als erstes auftritt, ist starker Tränenfluss, als ob die Person gerade mit Tränengas besprüht worden wäre. Außerdem hätte es länger gedauert, bis die Auswirkungen spürbar geworden wären. Das Büro des Gerichtsmediziners schloss sich dieser Theorie an und hält sie für die wahrscheinlichste Ursache des Ereignisses. Die Familie von Gloria Ramirez aber bestreitet, dass sie DMSO verwendet hat. Also, nochmal kurz und bündig. Gloria hat wohl eine schmerzlindernde Salbe benutzt, die durch die Zugabe von Sauerstoff und den Elektroschocks des Defibrillators zu einer stark giftigen und ätzenden Substanz reagierte, die sich im gesamten Raum ausbreitete. Kommen wir zur Theorie Nummer 3, schlechte Bedingungen im Krankenhaus. 1991 wurde aus einem Sterilisator des Krankenhauses versehentlich giftiges Gas freigesetzt und zwei Angestellte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einer Inspektion im Jahr 1993 wurde in der Notaufnahme Abwassergas entdeckt. Dies führte dazu, dass Glorias Familie glaubte, sie sei aufgrund der schlechten Bedingungen im Krankenhaus gestorben. Seltsamerweise behauptete der Gerichtsmediziner, der Glorias ursprüngliche Autopsie durchführte, Dan Cupido, sie sei nicht eines natürlichen Todes gestorben, änderte aber später seine Meinung. Außerdem beging Stephanie Albright, eine Ermittlerin der Gerichtsmedizin, die mit Glorias Fall betraut war, einen Monat nach Beginn der Ermittlungen Selbstmord.
Nach Angaben von Cupido stand sie unter großem Druck. Am alarmierendsten war, dass die Spritze, die Glorias Blut enthielt, versehentlich weggeworfen wurde. Die Familie Ramirez reichte eine Klage gegen den Bezirk Riverside wegen Verfahrensfehlern und widerrechtlicher Tötung ein, da sie sicher ist, dass das Krankenhaus vertuscht, was wirklich geschehen ist. So kommen wir zur vierten und letzten Theorie, nämlich Methylamin. 1997 veröffentlichte die New Times LA eine Theorie, in der sie behauptete, dass Glorias Tod und die Erkrankung von 23 Mitarbeitern durch Methylamin verursacht wurde, eine Vorläufersubstanz, die bei der Herstellung von Crystal Meth verwendet wird. Interessanterweise ist es dafür bekannt, dass es einen ammoniakähnlichen Geruch hat. Nach dieser Theorie waren die Mitarbeiter des Krankenhauses an der Herstellung und dem Schmuggel von Drogen beteiligt. Es wird vermutet, dass sie zum Schmuggeln von Methylamin Infusionsbeutel benutzten und dass ein kontaminierter Beutel versehentlich Gloria verabreicht wurde, was nicht nur zu ihrem Tod, sondern auch zu einer Vergiftung des Personals führte. Der vielleicht überzeugendste Beweis ist das, was die Livermore Labs bei der Untersuchung von Glorias Organen gefunden haben. In ihrem Bericht heißt es, dass sie in Glorias Körper eine abnorme Menge an Nikotinamid gefunden haben. Nikotinamid ist eine Art von Vitamin B3, das häufig mit illegalen Drogen gemischt wird, da es die Euphorie verstärkt. Außerdem ist es billig und wirksam und kann die Gewinne leicht steigern. Außerdem ist Riverside County das größte Verteilungszentrum für den Drogenhandel in Amerika. 2 Monate nach ihrem Tod wurde Gloria Ramirez am 20. April 1994 im Olivewood Memorial Park zur letzten Ruhe gebettet. Auch nach 25 Jahren weiß niemand mit Sicherheit, was in der Nacht geschah, als Gloria den Raum der Notaufnahme betrat. Ja, meine Lieben, das war schon mit dem Video. Was glaubt ihr, ist genau in diesem Krankenhaus passiert? Welcher Theorie würdet ihr am meisten zustimmen? Wie ich schon bereits am Anfang erwähnt habe, ist das Video ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, ich fand den Fall einfach so spannend, dass ich einfach Bock hatte, spontan darüber ein Video zu machen. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, liked das Ganze und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören.